Hallo, entschuldigen Sie. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, ich komme schon klar. Lassen Sie mich mal sehen. Kennen Sie sich etwa mit Autos aus? Nein, eigentlich nicht. Was sagten Sie vorhin, womit Sie Ihr Geld verdienen? Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Sagen wir, das wäre eine Bank und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig. Du gehst auf sie zu, du siehst ihr in die Augen und sagst, Man, das hier ist ein Überfall. Du zeigst ihr die Pistole und sagst, ich will nicht, dass sie verletzt werden, denn ich mag sie sogar sehr. Also brechen Sie mir nicht das Herz, okay? Ich glaube Ihnen kein Wort. Entschuldigung, Sir, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Sehr schön. Und an welche Art von Konto dachten Sie dabei? An diese Art. An diese Art. Sie sagten, er war bewaffnet? Er hatte eine Knarre. Sie haben sie gesehen? Ja, und irgendwie war er auch ein Gentleman. Ja, er war sehr höflich. Er schien irgendwie recht nett zu sein. Sieh sich das einer an. Lächelt er etwa? In 5 Bundesstaaten. 93 Überfälle. In 2 Jahren. Versuch sie zu erwischen. Ja, wir lieben gern selbst die Handschellen zuschnappen lassen. Ich hoffe, ich werde die Chance dazu bekommen. Another town. Er verbrachte sein ganzes Leben hinter Gittern, außer in den Zeiten, in denen er ausgebrochen war. Jemand hätte ihm raten sollen, rechtzeitig aufzuhören. Wenn man was gefunden hat, was man liebt. Jedes Mal, wenn sich eine Tür hinter mir schließt, denke ich, war dies meine letzte Chance, dies und das oder was auch immer zu machen? Wissen Sie, was ich mache, wenn die Tür zuschlägt? Ich springe aus dem Fenster. Living is a gamble, baby. Loving's much the same. Ich weiß noch, wie ich mal mit ihm zusammensaß und sagte, in ihrer Lage gäbe es doch einen leichteren Weg, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er sagte, Kumpel, hierbei geht es doch nicht darum, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mir geht es einfach nur ums Leben. Are all the same.